Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nioh 2. Ich weiß nicht, ob dieses Level bisher hat mir keine Yokais, aber naja, als direkt vor uns sind zwei. Wollte gerade sagen, vielleicht ist das Gebiet hier Yokai-freie Zone. Nein, ist es nicht, denn hier sind direkt zwei Yokais. Von dem her. Okay. Junge. Das ist nicht so geil, was ihr hier macht. Okay, ich glaube, wir haben drei Stück. Oh, holy shit. Das hatte eine wesentlich höhere Range, als ich das vermutet hatte. Au. Dann schmeißt er mir seinen Speer einmal ins Gesicht. Wie unhöflich. Wie unhöflich von ihm. Okay. Spielen wir es ein bisschen smart. Naja, wir probieren es zumindest. Oh, wir haben unseren Geist wieder. Er ist nicht verloren gegangen. Okay, Moment mal. Ich muss den richtigen anvisieren. Wenn es so viele sind, ist es gar nicht so einfach. Scheiße. Oh, Leute. Hey, hey. Ach, komm schon. Lass mich doch den Typen finishen. Ah. Ah, ihr fiesen Penner. Wo kommt der eigentlich her? War da eine Yokai-Wolke, die ich nicht gesehen habe? Woher kommt der elende Typ her? Ich sehe keine Yokai-Wolke. Die halten auch wieder was aus. Oder ist da was? Oh, ne, er hat mich gesehen. Aufgepasst. Okay, das war irgendwie krass. Okay, einen haben wir. Autsch. Okay, das war fies. Okay. Zweiten haben wir auch. Mit ein bisschen Iframes. Okay, das war gar nichts. Na komm. Was machen wir? Sehr schön. Oh yes. Und wir haben ihn. Hooray, so muss man kämpfen. Naja. Mehr oder weniger. Okay. Sind hier noch mehr Party-People am Start? So, den habe ich. Oh. Zweites Skelett. Oh, holy shit. Was ist denn hier los? Oh. Von hinten. Gemein. Autsch. Okay, Skelett ist platt. Ich habe irgendeinen komischen Debuff drauf. Ist es Gift? Ich glaube. Okay. Und Feuer. Oh, nein. Oh, nicht sterben. Buffen. Immer in Bewegung bleiben. Okay. Gut. Und weg. Oh. Machen wir uns wieder ein bisschen hier auf die Richtung. Nice, den habe ich gut einigermaßen hingekriegt. Okay, das war auch nicht schlecht. Einmal eine Heilung. Neue Dual Swords. So, dann machen wir einen Schutz drauf. Und jetzt kommst du an die Reihe. Boah, die lockeren Distanz aber auch
bisschen erbärmlich. Autsch. Scheiße. Oh, okay. Nochmal Glück gehabt. Gerade klappt es mit dem Damage, aber das kann auch einfach daran liegen, dass es keine Bosse sind, die wir hier bekämpfen. Okay. Ein Yoki und was anderes. Auf den ersten Blick weniger gefährlich, aber das muss nichts heißen. Wow. Nein. Damn it. Wenn ich jetzt sterbe, was ich gerade getan habe, müssen wir das ganze Gauntlet nochmal machen. Mist. Aha. Dabei war das wahrscheinlich eine verhältnismäßig einfache Truppe. Verdammte Axt. Ah, das ist ärgerlich. Okay. Heilung. Nein. Damn it. Wir sind tot. Da geht das Ganze am Rita dahin. Ah, diese verdammten Grab-Attacks. Interessant, dass man hier die mitten in der Mission Gauntlet reingepackt hat. Das ist eher ungewöhnlich in der Hauptmission. Das zweite ist fast am schwersten, habe ich das Gefühl. Okay, so weit, so gut. Au. Ah, diese verdammten Schützen ständig. Okay, da war das Timing falsch. Komplett. Wow. Nein, und dann... Warum hat er mich gecrittet? Der hat mich doch nicht von hinten erwischt. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay, das war gut. Einen haben wir... Naja, fast... Okay. Er raged da ein bisschen dumm rum. Okay, einen haben wir. Oh, das war keine Absicht. Autsch, da bin ich voll reingerannt. Okay, den zweiten... Haben wir ebenfalls. Und der da macht gerade keine Anstalten, uns irgendwie was Böses zu tun. Okay, das ist okay soweit. Nice. Hat der Wutcounter... auch funktioniert. So, jetzt kommen die Kleinen. Ja, Problem ist das Feuerrad, ne? Vielleicht kriegen wir zumindest den einen hier ein bisschen platt. Oh, er lebt noch. Wie viel AP die teilweise haben, ne? So, lassen sie erstmal hier ein bisschen lang gewinnen. Der Schlangentypi ist eher langsam.
Okay, das kann man einfach so blocken. Autsch. Achtung, Feuer. Okay, Heilung. Gar nicht schlecht. Buffen wir nochmal. Okay, das war gar nichts. Haben auch nicht gerade viel Anima momentan. Aber das können wir ändern gleich. Fantastisch. Gib mir den Seelenkern. Und weg hier. Ich glaube, ich möchte den Yoki zuerst töten. Auch wenn das Ding da mich auch ein bisschen nervt. Scheiße. Ah. Oh. Jetzt nur nicht sterben. Okay, das war doch gar nicht so schlecht. Ah, oh, Mist. Jetzt konnte ich den Yoki nicht angreifen. Oh, zu spät. Nein! Weg, 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 weg. Heilung. Okay. Es ging nochmal gut. Es war nicht gut, aber es ging nochmal gut. Boah. Das Ding ist mir fast ein bisschen zu schnell. Wo ist der Yoki? Da ist der Yoki. Buffs. Debuff. Okay, wir haben ihn fast. Na komm. Okay. So, jetzt haben wir nur noch dieses Ding da. Übrig. Hier, wie wär's damit? Okay, jetzt nicht zu greedy werden. Und wir haben es. Gibt uns das den Schlüssel? Man weiß es nicht. Wir haben den Schlüssel erhalten. Okay, der lag einfach da rum. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay, hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das haben wir einigermaßen souverän gemacht. Ich denke mal, hier geht es trotzdem noch weiter, oder? Okay, ja, tut es. Aber wir gucken uns erstmal hier hinten um. Oh, da ist sogar noch ein Kodama irgendwo. Im Nebel. Ach, wir hätten das mit ihm machen sollen wahrscheinlich. Das wäre der Sinn und Zweck gewesen von der ganzen Geschichte. Na gut, wir scheißen auf den Sinn und Zweck. Wir machen es einfach so, wie wir wollen. So, haben wir was Besseres? Ja, das ist, sieht nice aus. Oh, und? Hier, schwarzer Lotus. So, und wie kommen wir jetzt auf die andere Seite da? Gar nicht. Der Schlüssel war echt nur für eine Truhe. Eine billige Truhe. Anscheinend. Da ist kein Durchkommen. Nun gut. Dann müssen wir wohl hier weitergehen. Das war jetzt ein bisschen unterwältigend. Wir nehmen aber hier die Grinsekatze mit. Komm, Kleines. Wir gehen. Oh, wir hätten unsere Buffs refreshen können. Naja, ist nicht so schlimm. Wir haben nicht so viel Amrita. Das ist ein Typ, mit dem wir reden können. Alle wollen uns hier Koop anregen, glaube ich.
Alle wollen uns Koop andrehen. Boah, man sieht hier einen Scheißdreck. Hier unten war ein Kodama, deswegen gehen wir jetzt erstmal hier runter. Ich mag es nicht, wenn ich so gar nichts sehe. Grinsekatze, kannst du da mal ins Wasser reinspringen und sehen, ob wir da stehen können? Natürlich ist er nicht alleine. Warum sollte er auch? Okay. Den haben wir auch. Ja, mein Freund. Da musst du dir ein bisschen mehr Mühe geben. Gehen weitere Kodamas, müssten 4 von 7 sein. Was ist das? So eine Kosi-Seelenkern. Was zur Hölle? Warum hat uns der Kodama jetzt einen Seelenkern gegeben? Das verstehe ich nicht ganz. Ist hier irgendwo... Au! Holy shit! Lass das! Wo? Von da hinten. Hier gibt es sonst aber nichts mehr, glaube ich. Au! Meine Fresse! Was geht mit dem da schon wieder? Hinabsteigen. Okay, wir können da wieder runter. Lasst uns vielleicht dann doch nochmal erstmal den Loot da aufsammeln vielleicht. Hört sich nicht so schlecht an. Dann gehe ich hier nochmal hoch. Weil ich... Ja, guck mal, der steht hier einfach dumm rum. Boah, das hat wenig Schaden gemacht. Damn it. Okay, den einen haben wir. Der andere scheint erstmal nicht ins Gefecht einzugreifen. Also der Kollege da, was schon mal gut ist. Weil das war ja beim letzten Mal so ein bisschen das Problem. Vielleicht muss ich hier nochmal durchrennen, dann offscreen und alle anderen labern. Okay, da ist irgendein stärkerer Typ. Okay, und die kommen alle. Ganz fantastisch. Warum nicht? Komm. Erstmal die Herde ein bisschen aus, denn was ist denn hier los? Können wir irgendwo in Ruhe kämpfen? Kommt ihr auf die Brücke? Okay, ich glaube, der vordere ist der dicke. Okay, nein. Na komm. Oh. Glück gehabt. Okay, wir haben keinen Schutztalisman. Das ist schlecht. Das hat nicht so eine große Range. Vielleicht kriegen wir den einfach so platt. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass ich dann im letzten Moment nochmal sterben werde. Okay, das war gar nicht so schlecht. Außer Range. Komm, renn nochmal hier durch die Krähenfüße. Genau. Fantastisch. Du Idiot. Okay, nice. Hey, die Krähenfüße sind sowas gut. Man glaubt, das kam. Hier nochmal, komm. Ich weiß nicht, ob das wieder reingerannt ist. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Fantastisch.
So, hat uns das was gebracht? Oh, hier lebt immer noch einer. Hi. Ich dachte, wir hätten hier alles gesäubert. Anscheinend war das nicht der Fall. Der wird immerhin nicht respawnen. Sollte zumindest nicht, ne? Yokai Realm. Au, okay. Du hattest da eine größere Range als gedacht. Na komm. Ist da noch ein zweiter dabei? Wir wissen es nicht. Oh, okay. Das hat gut Schaden gemacht. Ich will jetzt nicht ins Yokai-Reich reingehen momentan. Gucken wir uns erstmal unten um. Wir sind primär ja hier hochgekommen, um den Schützen niederzumetzeln. Das Ganze ist dann ein bisschen ausgeartet, wenn man so will. Ich kann natürlich jetzt zurückgehen und rasten, aber dann sind alle Gegner wieder da. Ich glaube, das ist eher nicht so toll. Man sieht halt hier echt einen Scheiß. Was ziemlich übel ist. Da ist noch ein Revenant. Ist halt eine echt miese Position, um hier zu kämpfen. Aber was willst du tun? Tonfass. Okay, den zweiten hat er gedodged. Oh nein. Boah. Fantastisch. Genau das passiert. Mann, das regt mich so auf, dass ich dann so sterbe, ey. Ich wusste es. Man sieht hier einen Scheiß und dann... Ach, ist alles wieder voller Instant Deaths. Ach, das ist ekelhaft. Naja. Wir haben uns... Warum ist unser Schutzgeist jetzt plötzlich aufgeladen? Das war doch vorhin nicht der Fall. Warte mal, wir müssen jetzt mal den hier töten. Autsch. Haben wir dich? Nicht ganz. Autsch. So, lass das. Okay, du hast nicht mehr viel Ki. Puh. Lief nochmal einigermaßen gut. So, diesmal haben wir ja den Schutzgeist. Können wir den Revenanten so machen, weil dann muss ich hier unten nicht unnötig dumm rumkämpfen. Das Mal haben wir aber hier nochmal zwei Typis. Easy peasy. So, nächster. Eins, zwei, drei. Okay. Zum Glück habe ich nicht nochmal zugehauen. So, auf geht's. Genau für diese Revenants haben wir das Ding. Ja, auf zu blocken. Oder geh da ins Wasser runter. Echt nichts gedroppt? Mistkerl. Naja. Was will man tun? Okay, haben wir irgendwo einen Schrein oder sowas in der Nähe? Sieht irgendwie nicht so aus. Geisterstein. Oh. Ja. Shit.
Okay. Damn it! Ah, wir sind super dumm da jetzt gerade gestorben. Richtig dummer Ort. Und wir hatten schon wieder einiges an Amrita. Ich meine, es ist nie die Welt, aber es war ein bisschen was. Nun gut, meine Lieben. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Break. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Ich werde offscreen in Richtung Grab rennen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dann, bleibt gesund, euer Northgate.